Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von New World. Ja, was haben wir gemacht in der letzten Mission? In der letzten Folge vielmehr. Ja, wir haben noch eine Quest erledigt und sind hier nach Königsfeld zurückgelaufen. Haben ein wenig unseren Beruf ausgeübt, hier den Schneider und den Alchemisten. Und genau, unsere Fraktionsquest haben wir schon mal abgegeben. Jetzt haben wir die Möglichkeit, in Lichtholz unsere Skriptoprüfung abzulegen. Ja, mal sehen, wann wir uns nach Lichtholz mal aufmachen. Ich würde erstmal sagen, dass wir jetzt hier uns ein wenig erleichtern vom Gepäck her. Ja, hier Juwelenschleiferei, die Rohstoffe, die legen wir alle mal weg. Veredelungsreagenzen brauchen wir auch nicht. Das können wir alles erstmal hier lassen. Wir haben ja einiges an Alchemie und Arcana wieder aufgenommen. Ja, wir sehen schon, wir sind jetzt fast auf der Hälfte schon. Das geht auf jeden Fall recht fix. So, für die Kochkunst haben wir noch einiges. Das können wir auch hier lassen. Da können wir gleich mal gucken, was wir so kochen können. So, hier haben wir noch Federn, Herstellungsmods. Können wir alles hier lassen. Und genau, die ganzen Sachen hier würde ich mir jetzt gerne nochmal anschauen. Ob das nicht vielleicht doch ein bisschen besser ist, sogar als unser Kram. Ja, hier haben wir auf jeden Fall schon mal, auch wenn es eine mittlere Kopfbedeckung ist, einen viel besseren Hut als unser einen, den wir gerade tragen. Ich würde ihn ganz gerne mal auswählen und genau, den zerlegen wir dann. So, hier haben wir den besseren Mantel vom Rüstungswert und Konstitution, Stärke, Geschick, Konzentration. Den können wir vielleicht nehmen für unseren Lebensstab. Ja, warum eigentlich nicht? Wir haben ja bisher nur einen besseren Rüstungswert hier auf dem Ledermantel der Ahn. Sonst nichts. Den zerlegen wir mal direkt. So, was haben wir hier? 2 Stärke, 4 Intelligenz. Ja, das ist unsere jetzige Hose definitiv besser. Wir schauen hier nochmal rein, dass auch unsere jetzigen Schuhe sind da besser. Hier haben wir auch bessere Handschuhe schon. So, und was haben wir hier noch? Ja, das sieht doch mal ganz gut aus. Tagwerkhose des Priesters. Die ziehen wir direkt an. Und ja, hier den Ledermantel können wir zerlegen, die Stiefel der Verlorenen und diese ganzen grauen Gegenstände hier, die brauchen wir nicht. Das lohnt sich auch nicht zu verkaufen, meiner Meinung nach. Hier haben wir noch einen Eisstulpen bekommen. Ja, wird beim Ausrüsten gebunden. Gut Leute, dann würde ich die Sachen hier auch noch reinpacken und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht die eine oder anderen Sachen auch verkaufen. Wir haben einiges an Gold, 2000 haben wir fast zusammen hier. Und genau, die verstauen wir mal. Ich meine, man kann auch darauf zugreifen, wenn man am Handelsposten steht. Hier haben wir Möbel, schnippische Notiz an der Wand. Das wäre für das Housing dann interessant. So, was verkaufen wir denn? Wir wollen Ausrüstungsgegenstände verkaufen. Meine verkäuflichen Gegenstände. So, ich weiß immer noch nicht, wie es funktioniert. Okay, das Beil können wir nicht auswählen, aber warum nicht? Ich weiß es nicht, aber den Speer können wir auswählen. Verkaufsauftrag erteilen. Und jetzt sieht das ja schon ein bisschen anders aus. Hier, wir haben einen Stückpreis von 10. Die Angebotsgebühr beträgt ja 4 Taler fast und wir haben noch eine Transaktionsgebühr. Dein Verdienst pro Stück. Ich weiß halt nicht, wann diese Angebotsgebühr hier fällig wird. 14 Tage, machen wir mal 7 Tage. Das reicht eigentlich aus, glaube ich. Auftrag erteilen. So, und das machen wir jetzt mal mit allen hier.
Wir haben hier einen gewöhnlichen Verkaufsauftrag. Machen wir den mal auf 10. So, Komma nicht vergessen. Und auch hier reicht eigentlich 7 Tage, würde ich sagen. So, da bin ich mal gespannt, was wir nachher in Wirklichkeit verdienen. Angebotsgebühr. Wir sollen 3,75 verdienen. Ich bin mal gespannt. So, Auftrag erteilen. Hier haben wir noch einen Lebensstab. Den machen wir auch mal auf 10. Auch wieder 7 Tage. Das finde ich auf jeden Fall cool, dass das hier direkt angezeigt wird. Hier verkauft einen gewöhnlichen Schild für 5. Da gibt es aber auch einen untypischen für 3,5. Da würde jeder wahrscheinlich den untypischen nehmen hier. So, wir lassen das auch mal so auf 3,5. Wir wollen ja auch, dass es gekauft wird. Hier haben wir eine Muskete. Ja, untypisch für 2 Dollar. Für 2 Taler. Ja, komm, hauen wir raus. Es liegt da eh nur bei uns rum. So, hier haben wir eine große Axt. Auch für 2. Können wir auch für 7 Tage reinstellen. Das reicht aus. So ein Eisstulpen. Der ist doch bestimmt ein bisschen mehr wert, oder? Ja, 5. Okay, ist in Ordnung. Gehen wir auch mal rein. Hier haben wir noch ein Beil. Und das geht wieder für 2,50 hoffentlich weg. Alles klar, was haben wir noch? Wir haben noch Kleidung auf jeden Fall. Das möchte ich auch noch alles einstellen. Ja, hier haben wir untypische für 25. Da gehen wir mal auf 23. Das macht schon eher Sinn hier. Unsere Ledersachen, die wir hergestellt haben. Dann gehen wir mal auf 17,00. So, und er übernimmt den Preis jetzt direkt. Das ist schon mal gut. So, Handwickleinen. Was haben wir denn hier? Ja, das geht bis 8 runter. Dann bleiben wir auch mal bei 8. Irgendeiner wird schon weggehen. Hier sind wir bei 9. Da machen wir mit. Und wir haben hier schon ein Langschwert verkauft für 3,75. Ist in Ordnung. Das ging echt schnell. Oh, hier die Hemden werden für 30 sogar verkauft. Leinenhemden. Da gehen wir mal auf 28 runter. So, bitte auch 7 Tage, das reicht vollkommen aus. Hexenjägerstulpen, was haben wir denn hier? Für 8,99. Ja, da machen wir mit. Ist in Ordnung. Leinenhosen. Für einen 10er. Ja, warum nicht? Ja, Leute, wenn das alles weggeht, dann machen wir auf jeden Fall gut Kohle. Ich bin gespannt, wie das läuft. Ich finde halt, dass man diese ganzen grünen Sachen am Anfang nicht einfach zerlegen sollte oder wegschmeißen sollte. Irgendjemand kann es immer gebrauchen. Hoffe ich doch zumindest. Also wir haben unseren Feuerstab ja schließlich auch über das Auktionshaus hier gekauft. Komm, dann gehen wir mal auf 58 runter. So, hier haben wir noch wieder einen Hut. Der geht auch vielleicht für 18 weg. Schauen wir mal. Ja, 10 ist in Ordnung.
Ein Piratenkapitänshut. Machen wir mal 24. Vielleicht bekommt man die Angebotsgebühren ja auch wieder, wenn es verkauft wird. So, hier für 8,50. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Das ist blöd, dass man hier immer wieder die Tage eintragen muss. Da hätte ich mir gewünscht, dass man ja so einen Button hat, was man generell einstellen möchte. So, wir haben jetzt zwei gewöhnliche Hosen für 65 und für 100. Sagen wir doch mal einfach 125. Weil die ungewöhnlich ist. Mal sehen, ob die weggeht. So, hier haben wir noch Tagwerkschuhe. Ja, da sind welche für 9 drin. Ist okay, machen wir auch. Ein Mantel Rauleder. Liegt bei 10. Geht weg. Ui, das ist ordentlich was wert hier. Da machen wir auch mal 74 draus. So, und ihr seht, unser Guthaben ist schon bei 1800 angelangt. Wir haben schon über 100 Taler hier ins Auktionshaus gesteckt. Drückt die Daumen, dass sich das auch lohnt. Alles klar. Ja, ich würde noch ganz gerne schauen, wie das hier mit dem Housing funktioniert. Ach, machen wir das hier bei ihm, oder? Es ist ein besonderer Ort, wo sich jeder sicher und willkommen fühlen kann. Nee, ich schau mal, ob ich hier was finde. Persönlichkeit spielen dabei keine Rolle. Das ist alles für die Berufe. Die Küche, da wollen wir auch gleich nochmal hin. Handelsposten waren wir gerade. Büro des Gouverneurs. Das könnte natürlich sein, dass wir da hin müssen. Okay, wir müssen eh noch eine Quest oben abgeben bei Saville. Dann schauen wir uns da direkt mal um. Weil das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, das Housing hier. So, Saville, was hast du zu erzählen? Es ist wie immer schön, dich zu sehen. Zeig mal her. Oh ja. Der ist wohl in Ordnung. Damit haben wir reichlich Nahrung beisammen. Vielleicht sogar mehr. Okay, der Mais ist nicht verdorben. Falls es davon mehr auf den von Hutzeligen überrannten Farmen gibt, müssen wir sie ernten. Überleg doch mal. Wenn die Ernte bei unseren Nachbarn ausfällt, besser noch eine Menge Profit. Früher war die Aruda Ranch berühmt für die köstliche Marmelade. Besuche die Aruda Ranch und finde die berühmte Marmelade. Okay, jetzt sollen wir zur Aruda Ranch da ein paar Leute töten und die Marmelade sichern. Ja, krasse Mission. Wir fühlen uns noch nicht so als Held, würde ich mal sagen. So, was haben wir hier so? Ja, brauchen wir, glaube ich, nichts machen. Lohnt sich nicht für uns. So, das Büro des Gouverneurs. Ist das hier hinten vielleicht, oder? Königliche Behausung. Hausmenü. Ah ja, okay. Das Haus von Sorarius wird hier angezeigt, weil er die höchsten Punkte hat. Da kann man dann jetzt halt mal, oder auch nicht, könnte man jetzt ins Haus gehen und das mal schauen. Haus kaufen. Also es soll 5000 Taler kosten und ist jetzt gerade im Angebot für 2500. Also das ist schon heftig. Okay, vielleicht gibt es ja hier auch noch günstigere Häuser. Man muss dann nicht unbedingt das kaufen. Aber das finde ich schon viel Geld. Also ich habe so mit 1000 Taler vielleicht gerechnet. Für den Anfang. Ich meine, wir sind ja noch in so einem Dorf. Das ist eine Anfangsstadt. So, vielleicht können wir ein Haus kaufen, was hier in der Nähe von unserer Weberei ist. Ah ja, guck mal hier. Können wir auch für 7500 kaufen. Ja, hier vielleicht in der Straße was. Ich schau mal eben.
5000. 2500. Ist das im Angebot? Nee. Ja, das ist der Wahnsinn, was sie hier kosten. Das ist wahrscheinlich eine große Hütte hier. Kommen wir gar nicht ran. Gut, schauen wir mal in der nächsten Straße. Vielleicht gibt es hier eins, das wir uns leisten können. Ich weiß das noch nicht. Ich gehe davon aus, dass es nicht so sein wird. Auch 5000. Das ist schon im Angebot hier. 10.000 sogar. Okay, hier wuchert der Baum schon in das Haus rein. 5.000. 7.500. Ich glaube, das sieht schlecht aus. Das müssen wir noch verschieben. Ich meine, ich hätte mal sowas gelesen, dass das erste Haus irgendwie 1.000 Taler kosten soll. Aber dass es noch so teuer ist. Ah, hier haben wir noch einen Brief. Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten. Ein Anliegen an Kutscher und Träger. Nee, Leute, das tut mir leid. Die sind alle zu teuer. Aber wer weiß, wenn wir nachher ein bisschen Kohle gemacht haben, dann sieht das vielleicht schon wieder anders aus. Also 2500 kriegen wir, glaube ich, nicht so schnell zusammen. Aber die Gerda hat wieder eine neue Quest für uns. Verdirbt im Umkreis der Sieg. In Windkreis soll die Ernte ebenfalls verdorben sein. Ob sie windig, ich weiß nicht. Auf Serien Saville will keine Geheimnisse. Auch für sie sollen wir wohl zu der Farm. So, ich guck mal, ansonsten haben wir hier nichts. Können jetzt mal schauen. Ja, zum Einsiedler könnten wir. Da nutzen wir mal die Schnellreise. Warum nicht? So, und da können wir nämlich auch noch eine Quest abgeben. So Leute, wieder bei Jonas dem Einsiedler am Start hier. So ist er denn. Hier vorne irgendwo ist er, glaube ich. Hier angeln die ganzen Leute. Fleißig. War die Brücke hier schon immer? Ich kann mich eigentlich nicht dran erinnern. Vielleicht wurde die ja gebaut. So, wo ist er? Da ist er. Mal sehen, was Jonas zu sagen hat. Du hast es gefunden, nicht wahr? Steine verschwinden nicht so leicht wie Erinnerungen. Ja, ich erinnere mich an die Gräber meiner Freunde, meines Stolzes, meiner Verantwortung. Ich überlebte sie alle. Verstehst du? Vielleicht war das doch nicht das Ende. Für die Seelenwächter war es das. Und für mich. Ich bin irgendwie zurückgeblieben. Nicht wegen der Verderbnis selbstredend. Das wird niemals enden. Die Heere der Verdammten wachsen stetig. Ich möchte gerne ein Seelenwächter werden. Aufhalten könnten. Das ist eine ganz schlechte Idee. Das willst du nicht. Die Größe des Opfers ist unvorstellbar. Es ist nur ein Seelenwächter übrig. Und der wird auch bald verschwinden. Ja, das darf er nicht. Er braucht. Ich brauche seine Hilfe gegen die Verderbnis. Was du wirklich brauchst, ist mehr Rückgrat, wenn du diesen Weg unbedingt beschreiten willst. Ich
keinen Sinn. Neue Novize, alte Aufträge. Wir haben eine Quest jetzt bekommen. Wir schauen mal, wo die uns hinführt. Und zwar hier unten hin. Neuer Novize, alte Aufträge. Ja, da sollen wir ganz hin. Ja, können wir mal schauen, ob wir das dann mit der Schnellreise nachher wieder machen, hier von der Siedlung aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal zu den Farmen. Einmal Stufe 24, einmal Stufe 23. Ja, ist schon einiges los da. Da werden wir unseren Feuerstab für benötigen. Fraktionsquest können wir jetzt erstmal nicht mehr machen. Das würde sich nicht lohnen, weil die Erfahrungspunkte jetzt komplett voll sind. Und ehe wir nicht die Prüfung abgelegt haben, können wir keinen Rang aufsteigen. Und dementsprechend würden die ganzen Punkte verfallen, die wir jetzt bekommen. Deswegen, also damit sind wir jetzt erstmal durch vorerst. Gut, Leute, und ich würde sagen, hier machen wir uns gleich drauf auf, hier die Quest zu erledigen. Hier sollen wir einen Speisekürbis ernten. Das haben wir schon mal gemacht, bloß an einem anderen Ort. Ja, schaltet gerne wieder ein und seid gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin.